Als eine gute Freundin davon erzählte, dass sie im Zuge eines Hip-Hop-Festivals einen Austausch mit Kirgisistan plant, fragte ich gleich nach, ob noch Platz für einen Kameramann sei. Ich hatte das Gefühl, dass es in der ehemaligen Sowjetrepublik noch ein paar Geschichten gibt, die nicht bereits von Millionen von Touristen breitgewalzt wurden. Zumindest hatte ich bisher von niemandem gehört, dass er regelmäßig nach Zentralasien fliege, weil es dort die fettesten Raves gäbe oder die spirituelle Erfahrung dort einfach am besten sei. Nachdem wir in Berlin-Tegel an Bord gegangen waren, saßen wir also jetzt im Flieger, das Ziel fest vor Augen, Bischkek, die Hauptstadt Kirgisistans. Wir, das waren eine kleine Gruppe aus Rappern, Produzenten, DJs, Sprühern, Tänzern und Musikfanaten auf dem Weg nach Zentralasien. Nach einem Zwischenstopp in Istanbul erreichten wir mitten in der Nacht Bischkek. Viktor erwartete uns bereits am Flughafen, seines Zeichens einer der Grundpfeiler des Basic Colors Festivals. Viktor beantwortete geduldig unsere Fragen, bis die Sonne wieder aufging. Abna! Abna in den Bauch rein! Nach kurzem Schlaf zogen wir los, um uns ein Bild von Bischkek zu machen. In der Stadt wohnen knapp 900.000 Menschen. Immerhin 16% der Gesamtbevölkerung Kirgisistans. Für eine Hauptstadt typisch herrscht reger Verkehr auf den Straßen. Auch auf den Fußwegen sehen wir reges Treiben. Doch viel mehr als in Deutschland habe ich das Gefühl, dass die Menschen hier nicht nur von A nach B eilen, sondern wirklich ein Teil des Lebens draußen stattfindet. Vor allem in Zentrumsnähe gehören Straßenhändler zum Stadtbild genauso wie Menschen, die sich unterhalten, während sie auf eine Maschrutka warten, eine Mischung aus einem Taxi und einem Linienbus, wie sie häufig in den Ostblockländern anzutreffen ist. Die öffentlichen Plätze und Parks sind beliebt für Spaziergänge, Ballspiele, Karaoke, Skaten oder dienen einfach der Abkühlung an den heißen Sommertagen. Manches wirkt improvisiert, aber am Ende funktioniert es und ist einfach ein pragmatischer Umgang mit knappen finanziellen Ressourcen. So setzt sich der Straßenverkehr aus einer bunten Mischung von Links- und Rechtslenkern zusammen, weil viele Autos preiswert als Gebrauchtwagen aus Asien und Europa importiert werden. Wenn etwas kaputt geht, wird es eben repariert oder zumindest eine Fahne aufgestellt. Als wir als Gruppe durch die Straßen flanieren, haben wir den Eindruck, dass wir beobachtet werden. Nicht von der Polizei, einfach von den Menschen, aus Neugier. Sie fragen, seid ihr Amerikaner oder seid ihr Australier? Diese Neugier festigt unsere Vermutung, dass es nicht allzu viele Touristen nach Kirgisistan verschlägt. Wir verständigen uns also mit Händen und Füßen, wenn Nelly oder Viktor gerade mal nicht da sind. Plötzlich werden wir in akzentfreiem Deutsch angesprochen. Auch Eddie waren wir aufgefallen, einem Kirgisen mit deutschem Pass. Ein Teil der Gruppe ist sofort fasziniert von dem stämmigen Mann, der seine Knast-Tattoos stolz trägt und die entsprechenden Stories im Gepäck hat. Der andere Teil der Gruppe ist aus denselben Gründen eher skeptisch. Ich konnte Eddie nicht wirklich zuordnen. Freute mich nur, als er später die Kohletabletten besorgte, die ich bald dringend brauchen sollte. Russische Fabrikate, wie er meint, weil es da wahrscheinlicher sei, dass es keine Fälschungen sind, im Gegensatz zu scheinbar westlichen Marken. Bei Mante und Lakman stärken wir uns. Beides, wie übrigens auch Schaschlik, sind Nationalgerichte und natürlich fleischhaltig. Gereicht wird dazu Tee und vergorene Ziegenmilch. Viehzucht hat in Kirgisien eine lange Tradition. Wir setzen unsere Stadttour fort und bewundern die unzähligen Monumente, die an die bewegte und oft kriegerische Geschichte des Landes erinnern. Bevor die ersten Festival-Workshops starten,
machen wir noch einen Abstecher in den Nationalpark. Eine Face-to-Face-Begegnung mit dem dort heimischen Schneeleoparden bleibt uns aber erspart. Wir genießen einfach die wunderbare Aussicht. Trotzdem bin ich froh, als es dann zurück in die Stadt geht. Dort erhoffe ich mir noch mehr Einblicke in das Leben der Menschen. Nun beginnen endlich die Workshops mit den Kids. So ein Workshop-Ort. Ein Haus. Mit vielen Menschen drin. Und da geben wir einen von diesen Workshop-Arbeitsläden. Wenn du kein Englisch kannst, ja. Und da bringen wir den bei, wie man ein bisschen ein paar von den Lines kickt. Damit meine ich nicht vom Flex. Davon meine ich so mit Reim. Damit deine Mutter versteht, wer ist dein Vater vertritt. Nee, Spaß war ein Witz. Ich red nur so, damit man mir beim Sozialamt was gibt. Und danach wird wieder schönen Tag lang Kind. Arbeit, da wo wir herkommen mag, oder macht man das nicht? Und Kultur haben wir halt nicht. Außer Rap, Sport und Tanz, aber das sagt man ja nicht. Das wäre mal bei dir bei DJ. Und keine Lunge, ударе головой, сердце бьет до упора. Дыхание прервано, хватило ритм, мыло поплыло. В нашей атмосфере битик качает красиво. Шум, шум нужен нам, чтобы раскачать город. Повод будет даже в лет 40. Ты запомнил голос, он тревожит твою душу. Пусть я один, но меня это не потушит. Этот бит готов разорвать колонки. Тондургузу бирдены даты, ларды тақыр беттері барбы. Бальким кызынышты, не болса да ол тұрып булар ирымды ұғышты. Я туплю немного, хоть я читал фристайл. Тут-то много лиц на меня смотрят. Я растаял, снова на лед в этом океане. И я разрушил тот Титаник, что давно упал. Он упал с небес. И я его пнул до небес. И я Нептун. Also wir haben ja zwei Dudes, die auf Russisch rappen und einen Dude, der auf Kirgisisch rappt. Und es ist, als ob die Sprachen für Rap gebaut wurden. Das ist ganz eigenartig. So, die haben überhaupt nicht. Also erstmal kommt mir es vor, als ob die nicht atmen. So, die rappen halt einfach so bum 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 bum. Und es float halt einfach wahnsinnig gut. Also ja. Das hätte ich selber gar nicht so krass erwartet. Ja. Und wir haben halt den versucht auch klar zu machen, na gut, man braucht nicht zwangsläufig ein MIDI-Keyboard oder eine Maschine, um Beats zu machen. Wir können es auch einfach mit einem Computer machen. Alle sind ganz bei der Sache. Am Nachmittag besuchen wir das Deutsche Haus. Das ist ein Verein, der sich um die deutschstämmige Minderheit in Kirgisien kümmert. Bestand die Gemeinde 1989 noch aus über 100.000 Menschen, reduzierte sich die Mitgliederzahl nach dem Ende des Kalten Krieges drastisch. Nur noch 20.000 Deutschstämmige leben im Land. Den Abend verbringen wir in einem Vergnügungspark. Von denen scheint es eine ganze Menge in Bischkek zu geben. Was wir sehen, sind jedoch keine Disneyland-Verschnitte. Es handelt sich eher um dauerhafte Jahrmärkte mit Fahrgeschäften und Schießbuden. Und dann ist er endlich da, der Tag des Festivals. Das Basic Colors findet dann auch direkt in einem der Vergnügungsparks statt, im Atatürk-Park. Heute haben wir endlich unser Festival. Also hinter mir stehen zwei Busse, was wir jetzt heute besprühen. Die werden durch die Stadt kursieren, jeden Tag. Das sind die Busse, die die längste Marschroute haben. Das heißt, sie fahren von einem Dorf durch Bischkek zu dem anderen Dorf. Wir sind alle gut drauf, wir haben ganz erfahrene Leute hier. Wird gut sein, ja. Большое спасибо также организаторам. Это в основном большое спасибо. Это Виктору Цою, который смог собрать такое количество людей сегодня, не только из Кыргызстана, но и из Бишкека. В этот раз седьмой этот фестиваль организовывать вместе с Нелли.
Trotz des nicht perfekten Untergrundes zeigen die Tänzer Performances auf sehr hohem Niveau. Währenddessen kristallisiert sich heraus, dass das Bühnenprogramm unserer mitgereisten Musiker erheblich zusammengekürzt wurde. Das führt kurz zu Verstimmungen. Schnell wird aber bemerkt, dass das Festival vermutlich für die meisten ortsansässigen Musiker die einzige Möglichkeit im ganzen Jahr ist, auf einer professionellen Bühne aufzutreten. So genießen wir einfach den Rest der Show. Ich befehle wie ein Boss. Wenn das Leben Show ist, werde ich meinem Tod. I am God. Ich geh. Do you have fun? Катастрофа! Ты стань головой, обвесь приоритетов, не счесть по Б. Толпа будет сорвана в мае. Это я лобейки, мы в твоем знании. Повторять вместе за нами что? Желтые лица, желтая масса. Поможет с ними слиться желтая окраска. Горит маяк, а? Идет водопад, музыки мотив утонет. Мы на повторе, выкинули по истории. Тут за прилавком хроник, шишки, кыргызки. Thank you so much. Nach dem Programm unterhalten wir uns lange und lebhaft mit den vorwiegend jungen Künstlern und Besuchern. Ein Austausch findet hier wirklich statt. Und was ist eigentlich aus Eddie, unserem stämmigen Deutsch-Kirgisen, geworden? Nun, das ist eine andere Geschichte. Nur so viel. Die Knast-Tattoos waren definitiv authentisch. Wir werden auf jeden Fall nie vergessen, wie viel Gastfreundschaft uns in Kirgisien zuteil geworden ist. Wir haben Einblick in ein Land gewonnen, das gerne noch ein paar Jahre von den großen Touristenströmen verschwunden bleiben darf.